John Bon Jovi macht jetzt in Wein. Und wenn dieser Wein auch noch Hampton Water heißt, dann ist die Verbindung zum beeindruckenden Weinkeller der Sansibar und der absoluten Top-Location hier auf Sylt nicht weit. Nach der Pressekonferenz in der Hanse Lounge in Hamburg am Neuen Wall ging es dann per Privatflieger nach Sylt in die Sansibar. Hier kam John Bon Jovi nicht als Musiker, sondern als Investor von Hampton Waters und stellte den Wein in der Sansibar vor. Nicht nur Niklas Seckel war von diesem Weltstar in der Sansibar mächtig beeindruckt. Viele Weltstars produzieren inzwischen Wein, unter anderem auch Sting in der Toskana. Sein Wein heißt Message in the Bottle. Ein gelungenes Event auf Sylt im Sommer 2023 und zum Schluss der Werbespot from Hampton Waters. Hampton Water Rosé, for those who always show up with a second or third bottle. For those who know exactly what they want and how to get it. For those who like to make a splash. For those daydreaming of their next adventure. Mercy. For those who know too much of a good thing is a good thing. For those whose glasses are always perfectly chilled. For those who live life to the fullest, this one is for you.